Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir hören uns natürlich den neuen Track von Contra K an, like, woo! Wir haben uns ja die allen letzten Tracks auch zusammen hier auf diesem Kanal angehört. Wir haben vor kurzem eine Petition gestartet. Wir haben einfach eine Petition gestartet, damit Contra K eine Serie macht. Wer weiß, was damit passiert. Ich sag's, wie es ist. Sie hat auf jeden Fall für Welle gesorgt und wir haben Aufmerksamkeit damit auf uns gezogen. Und wir werden sehen, ob irgendwann nochmal zu dem Summertime-Musikvideo eine Fortsetzung kommen wird. Wer weiß. Wir haben auf jeden Fall unseren Part getan und ich bin jetzt sehr gespannt auf den neuen Track. Ganz wichtig, Track ist gerade frisch draußen, also geht gerne auf das originale Video rauf. Lasst Support und Liebe dort da. Und ansonsten, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr hier Support und Liebe bei mir da lasst. Ansonsten freue ich mich sehr. Es ist immer eine wunderschöne Zeit. Donnerstagnacht. Wir hören hier immer die neuesten Deutschrap-Releases rein. Es sind heute schon zwei Videos online gekommen. Wir haben uns von Edo Sai den neuen Track angehört und von Celine und Lün zusammen. Und jetzt sind wir am Start mit Contra mit Like. Woo. Falls es einen besonderen Track gibt, der heute noch rausgekommen ist, den wir auf jeden Fall hier zusammen besprechen sollen, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten bin ich jetzt sehr gespannt und freue mich wirklich sehr, weil Contra-Songs mit euch zusammen zu hören sind immer Highlights. Sind immer Highlights. Ich weiß nicht warum. Es ist besonderes Feeling irgendwie, es macht immer besonders Bock und Shoutouts auch an alle, die immer die Stories machen, die ganzen Fanseiten, die ganzen Rudelseiten, ich sehe das alles und freue mich immer sehr, deswegen Shoutouts gehen raus an euch. Okay, like. Boah, das wird, glaube ich, ein krasses Musikvideo auch schon. Ich sehe schon die Energy, boah, ich glaube, das wird krass. Okay, like. Boah. Junge, genauso fühle ich mich. Ich habe den Pump auch schon drauf gefühlt. Ich fühle mich auch so gerade. Das ist auf jeden Fall der neue Pumper-Song jetzt. Merkt man direkt. Okay, like. Hm. Die Schuhe fest zu, wenn es heißt, du musst botten, meine Jungs gehen. Boah. Adrenalin im Blutband, Digga, der kommt live, glaube ich, so krass. Ich glaube, der wird live so krass sein. Boah. Das Wetter. Krass. Mir leid, ich kann's nicht ändern. Diese Stimmlage von Contra liebe ich. Dieses ganz, 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 ganz tiefe. Mein Modus dreht sich wie das Wetter. Tut mir leid, ich kann's nicht ändern. Trag die Sechser unterm Sweater. Doch bin weit weg von einem Gangster. Wir sind lieber ruhig, denn den Gentleman. Habt ihr gesehen, wie ihr diesen Baumstamm einfach weggeschlagen habt? Unterm Sweater. Doch bin weit weg von einem Gangster. Wir sind lieber ruhig, denn. Sorry, okay, es tut mir leid. Sorry, sorry. Gentleman schweigt, wenn es sein muss. Die Jungs pumpen draußen auf dem Hof. Boah. Weil du mich hast, dann frisst mich einen Scheiß und deine Freundin tätowiert sich meine Zeilen schon. Fuck ja, Mann, ich liebe meine Fans. Ich feier deutsche Acts, auf die Bühne bei mir brennt. Boah, ich liebe diese Stimmfarbe von Contra gerade. No Cap. Das erinnert mich so ein bisschen an ein paar ältere Songs von ihm irgendwie. Ich weiß nicht, auch von der Energie, von der Aufmachung her. Es gibt mir so ein bisschen ältere Vibes. Fühle ich sehr gerade. Fuck ja, Mann, ich liebe meine Fans. Ich feier deutsche Acts, auf die Bühne bei mir brennt. Anders, denn wir sind keine Gang, immer 100%. Wenn es heißt, wir bleiben echt, wir winnen Mannschaft. Oh, holy shit. Man kann sagen, was man will, aber Contra ist einfach Next Level. Von so vielen Dingen, aber gerade was Thema Musikvideos angeht. Das hier ist jetzt natürlich eine ganz andere Art Musikvideo als das letzte von Summertime, was halt schauspielerisch krass war. Das hier ist einfach Vibe, atmosphärisch krass, was kein anderer so capturen kann. Das Ding spiegelt 100% im Musikvideo den Vibe vom Song wieder. Und das ist so schwer hinzubekommen, wie er es schafft. Und das ist wirklich krass. Auch die Aussage gerade, wie er meinte, er feiert deutsche Acts, aber die Energie bei ihm ist einfach anders, unterstreiche ich so zu 100%. Mächte wie eine Mannschaft. Okay, right. Boah, das ist krass. Die Schuhe fest zu, wenn es heißt, du musst botten, meine Jungs gehen. Krass. Ich kann mir vorstellen, das ist auch ein Song, den Leute, die Contra vielleicht nicht so krass hören wie wir jetzt, dass die den auch nochmal mehr fühlen, weil das so ein, der hat einfach was Geiles, dieser Song, den kann man nur gut fühlen, habe ich das Gefühl. Krass! Schief, aber das Lächeln James Dean. Fürs Geschäft sind wir zu schlecht, doch für den Knast fast zu schön. Stelle Wasser sind tief, aber keine weiß wie. Nimm die Hand aus meiner Tasche, sag mir nicht, dass du mich liebst. Entweder bist du down oder lieber raus, denn es heißt all in, bis für 6 Fuß tief. Bro, Contra hat gefühlt seit 10 Jahren nicht mehr gegessen. Der hat so viel Hunger, der drückt so viel Hunger hier aus. Wirklich, das ist eine richtig, richtig starke Single. Wirklich. Geil.
Ganz egal, wie viele Gangster du kennst, der Staat ist bei weitem die gefährlichere Gang, weil er Angst hat. Also halten wir zusammen jeden gottverdammten Tag, auch wenn es heißt, ich bin der Mannschaft, ich ne Mannschaft. Okay, right. Bind die Schuhe fest zu, wenn es heißt, du musst poppen, meine Jungs gehen. Digga, was war er für ein Bär, Junge? Was war er für ein Bär? Holy shit. Sorry, Bro, okay. Ich gebe dem Video schon ein Like. Es tut mir leid, ich mach es. Krass. Adrenalin im Blut, man weiß, du hast Knochen. Okay, nein. Boss, er ist auch Boss, der kleine Junge war auch Boss. Hier im Fick bei der Club, wenn der Knast wird mit, deine Stadt geht. Und den Rest mach ich, gib mir ein. Geisteskrank. Wow. Geisteskranker Abriss. Holy shit. Der Track live mit Moshpits vor keine Ahnung wie viel tausenden Leuten. Sagt, was ihr wollt. Da, allein für diesen Song lohnt es sich, auf alle Konzerte zu gehen. Wow. Okay, right. Krass. Krass. Krasses Musikvideo auch, wirklich. Ey, Vincent Stein auch noch, Digga. Boss, Junge. Okay, right. Geil, Mann. Geil. Geile Energie, wirklich. Wow. Ja, Bro, also wer hier den Song gehört hat und so vorm Bildschirm saß, der macht irgendwas falsch im Leben. Das Ding ist Energie katalysiert in einem Song, habe ich das Gefühl. Also wirklich. Ich sag's, wie es ist. Allein für dieses Ding hole ich mir 10 Konzertkarten, einfach ums live zu hören 10-mal. Wer soll mich aufhalten? Nehmt mich fest, was wollt ihr machen? Ich sag's, wie es ist. Wirklich, wirklich stark. Auch ich find's cool, weil das Musikvideo halt ein ganz, ganz anderer Vibe war als die letzten 1-2 vielleicht. Und einfach 100% so die Atmosphäre vom Song gecatcht hat. Und das ist gar nicht so einfach, wie viele denken. Das Ding wird live knallen, da brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding wird der neue Live-Song, wo es sich einfach lohnt, das Ding live zu hören und auf Konzerte zu gehen, Live-Sachen zu veranstalten. Und das ist krass, sage ich ehrlich. Krasses Ding geworden. Fucking Ohrwurm auch noch dazu. Und natürlich einfach das nächste Brett. Ich freue mich unfassbar, alle eure Reaktionen zu sehen, was ihr schreibt. Gebt mir gerne in die Kommentare Bescheid, wie ihr die Single fandet. Ob ihr genauso wie ich jetzt hier mitten in der Nacht, Donnerstagnacht einfach kurz eine Party gefeiert habt. Ich bin voll am Schwitzen. Es ist wirklich, keine Ahnung, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich sehr gelohnt. Lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Vergesst heute nicht zu lächeln. Das Wichtigste, so wie immer zum Schluss. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt so fresh und gut aussehen. Wir sehen uns und ciao.